Willkommen zu diesem kleinen Video. Heute hat Tim Geburtstag und das ist sehr wichtig aus dem ganz einfachen Grund, dass er 21 wird. Das heißt, er dürfte jetzt auch offiziell in Amerika saufen gehen, was grundlegend einfach sehr, sehr wichtig ist. Und daher, Leute, dachte ich mir, ich benutze diesen Anlass, um ein kleines Best-of-Video von Tim zu machen. Es würden jetzt auch bald wieder mehr Videos generell kommen, aber ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal für Tim ein kleines Best-of aus den Videos, die ich noch habe, mit ihm zusammen. Leute, gratuliert Tim. Ich versuche dran zu denken, seinen Twitter in der Beschreibung zu verlinken. Gratuliert ihm da oder gratuliert ihm in den Kommentaren. Falls du das siehst, ich hoffe, du hast einen geilen Geburtstag und ich hoffe, du genießt das Best-of von uns. Es ist ziemlich behindert geworden, weil wann werden die Videos von uns zusammen nicht ziemlich behindert? Ja, alles Gute zum Geburtstag, Tim. Let's go. Wollen wir uns kurz zusammenstellen für eine Anmoderation oder ist es... Können wir jetzt mal ganz kurz bitte eine Anmod machen? Das finde ich ziemlich erotisch. Erotisch? Was machst du denn? Hallo Leute? Du bringst dich nur selbst? Ihr seid so geistig behindert? Du musst es so sehen, Dreier ist besser als Zweier. Bist du überhaupt Tim? Ich glaub nicht. Das war's mit Tim. And we say bye bye! Ey, komm, ist echt so ein Müllserver. Die Map ist mega alt. Nicht so mega mega alt, sondern nur mega alt. Tim, sagt man nicht. Hab ich doch gar nicht, Mama. Genau. Bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ja, weil du Tim bist. Sehen Sie Tim, ja gerade geht. Ja, das ist doch einfach nur fucking Verarsche. Hey, wo kam er denn jetzt her? Mecker. Komm von hinten. Lolo, seit wann hast du eigentlich eine Spitzhacke im Kopf? Ist doch schön. Sieht ungesund aus. Tim, willst du noch was sagen? Nee. Na doch. Will irgendjemand für mich morgen arbeiten gehen? Computer sagt nein. Das ist halt die Frage der Fragen. Aufnahme ist halt immer noch da. Die Frage ist, ob die Frage der Fragen eine Frage ist. Tim, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du deine Mauer eine Frage. Im Notfall Elternhaftung für ihre Kinder. Elternhaftung für ihre Kinder? Ja. Ich bin einfach 6 von 6 Gegnern geliebt. Nein, die machen nicht so eine Taktik wie mir. Die machen einen auf Dick, deine Mutter, du Hurensohn, voila. Schaut mal hin, wie ich wacke. Schaut da hin, wie mein Oberkörper wackelt. Es ist 22:22, Leute. Mein Name ist Ulrike Bethmann. Weil ich einfach der beste Mensch der Welt bin. Ich habe noch nicht mit Wannabe Anonymous geredet, aber der sagt mir bestimmt ganz andere Sachen. Ach, auf den Typ kann man scheißen. Ja, alles. Okay, wenn du das sagst, dann glaube ich dir auch nicht. Hey, Hurensohn. Hello, darkness, my old friend. Da kommt ein Blauer zu uns. Ach nein, das bist du, der in die Mitte läuft. Naja, fast. Blauer. Es soll bitte sein, keine Ahnung. Ich glaub, ja, aber der eine Rote ist verreckt. Der andere Rote. Der zweite Rote ist runtergegangen. Ich verstehe nicht gerade, was die Fische jetzt genau damit versucht haben, aber es sind halt einfach Fische. Ich auch nicht. Moin, Brudi. Er hat schon wieder 5 Herzinfarktschaden bekommen. Ehre genommen! Das war Ehre genommen auf 5 von 10er Basis. Natürlich. Danke. Der Spieler konnte gefunden werden. Okay, danke, Donner. Nick ist der Führer. Tim, du darfst noch Tschüss sagen. Nein. Jetzt werde ich gefleckt. Also er verpasst schon so gut wie auf Gomme, wo die Ledgets gefleckt werden und die Unledgets nicht. Tim. Auf Wunsch von Nick ist es heute ein Quickie. Ja. Hier, mach Killauer aus und werde ich einfach nicht. Das ist jetzt deine Challenge, mich zu töten. So Leute, was ich sagen wollte, ich muss mich einfach mal beim Server-Netzwerk bedanken, bei icemc.net. Ihr könnt euch bei icemc.net/YouTuber für den YouTuber applyen. Oder ihr könnt einfach die Admins kennen, weil dann kriegt ihr auch YouTuber. Und ihr könnt die Admins kennen und bekommt für einen Tag Premium und einen Anti-Cheat-Bypass. Leute, ihr würdet mir auch einen Riesengefallen tun, wenn ihr mich einfach abonnieren würdet, die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen, mir auf Twitch folgen und den Stuff auf euren Social Medias teilen würdet. What the fuck? Bei mir sieht das ja noch weirder aus, diese Bo-Animation. Nicht nur Hurensöhne, es gibt auch Hurensöhne. Denk an die Genderfizierung. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr Schwestern seid oder ob ihr Schwesterninnen seid. Und ob ihr auch schon wisst, dass die Erde flach ist. Ach, was kommt denn jetzt darüber? Tim, deine Meinung? Ja, genau, nein, vielleicht und auch nicht. Ich heiße nicht Nick. Du heißt auch nicht Nick. Außer, dass du Nick heißt. Aber du heißt nicht Nick, weil ich Nick heiße. Arbeiten ist schön als Arbeiten, aber Arbeiten ist Arbeiten, ist Arbeiten, Arbeiten. Würdest du sagen, du und das Serverteam, ihr habt eine kleine Vorgeschichte? Nein. Eigentlich wirklich ein Steve? Nein, du bist Donald Duck. Geil. Chill halt. Ich komm halt echt nicht auf den... Nein, ja, das war nicht meine Absicht. Schau einfach mal nach vorne, weißt du, wie man aus diesem Turm hier rumkommt? Mit Fly.
Wieso wusste ich's? Ja, Digga, chill halt noch. Der Blei war nicht ganz absichtlich. Digga, ich geh rein in CSGO, spiel mal mit Spinbot. Oh, das war nicht ganz absichtlich. Das war nur halb absichtlich tatsächlich. Digga, hallo, reicht. Warte mal, ganz kurz, kann es sein, dass die Damage Indicator nicht disabled haben? Wie ist Tim, deine Meinung? Es interessiert wirklich gar keinen. Genau. Erzähl mal eine gute Nachtgeschichte. Ah, fuck, warte, nimmst du noch auf? Nein. Das war übrigens der Typ, der die Umfrage gemacht hat, brauchen wir mehr Linksextremisten. Ja und ja. Gut, jetzt erzähl noch mal kurz die Gute-Nacht-Geschichte. Gute Nacht. Nee, jetzt call mal. Ich will gleich schlafen und dann brauche ich eine Gute-Nacht-Geschichte. So deine Gute-Nacht-Geschichte möchte ich dir ganz sicher nicht erzählen. Und willst du noch sagen, hast noch ein paar hundert MB. Gute Nacht. Sonst noch was? Nein. Und sonst noch was? Halt einfach dein Maul. Perfekt. Und ich höre mich doppelt, Tim. Ja, das ist nicht mein Problem. Da wir das nun geklärt hatten. Ficken. Moin, Meister. What? Cheatet hier einer? Guck mal, wie stylisch das geht. Seid nicht zu viel auf Twitter unterwegs, das kann schädlich fürs Gehirn sein. Okay. Außer ihr seid bei Nick auf dem Kanal unterwegs, dann soll es relativ gut fürs Gehirn sein, habe ich gehört. Irgendwie so. Eine Art. Fang mich doch! Bye, have a great time! Oh, ich bin runtergelaufen. Ja, du winnst aber. Digga! Digga, ich hab so richtige Dämonen. Was geht ab? Alter, reicht auch mal. Gun oder was? Ja, ich hab schon die ganze Zeit Velocity an. Mal eben. Weg.de. Neue Blöcke kaufen. Du hast so Glück, dass du oben einen Block hingesetzt hast. Digga. Tiefer. Weiter nach Seite. Rüber. Nein, falsches rüber. Alter Vater. Rüber. Schau in die Kamera. Bist du behindert? Der f***t mich in Zukunft. Sorry, es ist jedes Mal wieder so absolut geil. Du kleiner dummer Hurensohn, Alter. Als ob du. Hey, was machst du hier? Ja. Ich habe mich gestern in den Zug gesetzt, bin 10 Stunden lang mit der verspäteten Bahn gefahren. Barbara Kadabra, ich bin hier. Dummer Hurensohn, Alter. Ey, Junge! Sonst wäre ich sogar über eine Stunde früher gekommen. Aber ich musste die Scheiße noch machen. Es hat den Kölnblock nicht genommen. Fick mein Leben, bitte. Also, wenn du das gewinnen musst, fände ich das schon sick, weil das schaffst du nicht. Mein Aufnahmepartner natürlich. Ja, das juckt mich dann recht wenig, weil ich ja nicht gewinnen muss. Und jetzt bin ich gestorben, Alter. Fick dein Leben. Ich hätte gerade die Runde beenden können. Nein, Alter. Coinblock verpasst. Danke für nichts. Junge, hitte mich doch nicht runter, du dummer Jude. Das ist so unnötig. Es ist einfach nur so unnötig. Das ist das Dümmste, was in diesem Spielmodus hier hinzugefügt wurde. Yo, ja, safe. Alter, Junge, geh dich erhängen. Junge, Alter, ich. Und möchte einfach nur diesen Drecks-Diablock. Schlag mich nicht die ganze Zeit runter. Junge, mein Dreck. Mach gleich einfach meinen PC aus. Ich hab keinen Bock auf den Hurensohn. Ich springe jetzt einfach so lange runter, bis ich keine Coins mehr hab. Ja, das juckt mich dann recht wenig. Tim, deine Meinung? Bratwurst. Tim? Guggies? Ja, ich dachte mir, wenn du sagst, du bist. Ich sag mir, wenn du sagst, du bist, dann können wir das auch beibehalten. Wie so schier? Ich bin so schön. Wie so schier? Dem haben ja deine Eltern nicht beigebracht, dass du nicht lügen darfst. Wenn jemand richtiges Sächsisch redet, verstehe ich weniger, als wenn jemand richtiges Bayerisch redet. Das ist ja der Sinn von Sächsisch, dass man nichts versteht. Blaue ist im Turm, da sollte er nicht abbauen können. Wir haben nur 100% Winrate heute. Naja, das ist jetzt nicht so gut wie im Stream vor ein paar Tagen, als wir 125% Winrate hatten. Oh, dann bis dahin. Gute Ciao. Nacht. Tim, willst du noch was sagen? Nein. Willst du vielleicht noch was sagen? Deine Mutter ist ein schwuler Jude. Feinstes Einstellung in the Lobby Mod Settings. Wer jetzt hier das Opfer, du Opfer? Du? I guess. 3, 4. Digga, ich bin neben dir, du Vollidiot. Anziehen. Okay. Achso, übrigens, Typen kommen von hinten. Von hinten ist immer nett. Aufstehst du, ne? I come one to one real life. Digga, genau deswegen spiele ich kein Skywars gegen Server Team Kudo. Wenn ich sage, lass mal noch was aufnehmen. Denkst ja, du, ich will das nicht auf? Ja, da war was. Falls ihr das schaut, wie soll ich aufnehmen, wenn ihr meinen Aufnahmepartner straight up wegbannt? Finde ich auch sehr unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Paul wollte bis zu seinem 18. 100.000 Abos auf meinem Kanal sehen. Wobei, da hätte ich nichts gegen. Also Leute, macht mal die 100.000 voll. Das war eine Flasche. Ich weiß. Oh, ich bin runtergelaufen. Macht davon ein Foto, wie ein Eis esst und das Video schaut. Taggt mich in der Story. Also folgt mir auf Instagram und diesen Zeugs. Da könnt ihr mich dann taggen.
Macht das als Story, taggt mich da drin und dann ist die Welt in Ordnung. Wäre ehrenhaft, würde ich mich freuen. Hört mal vielleicht auf, Tim zu bannen, das wäre mir die Aufnahmen das erleichtern. Was? Wenn nicht, dann nicht. Nee, ich schneide jetzt ein Wenn nicht, dann nicht hinter. So, mit Ulrike Bethmann. Ohne Tim. Genau. Ja, mit ohne Tim. Und mit Jan als Background. Ich habe leider meinen Soundbot nicht mehr, das hat sich irgendwann mal von selbst deinstalliert. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mich mit ein paar Affen auf, wie mit ein paar Rechtsextremisten auf Twitter biefe, dann solltet ihr mir einfach auf meinem Twitter folgen. Nick. Wow. Dankeschön. Sohn einer netten Mutter. Nick, ich sag jetzt die ganze Zeit Jan, weil Jan bei mir wohnt, Alter, das ist komplett los. Junge, nice. Können wir mal drüber reden, dass es Bots sind? Ja, beide, Alter, dumme Hurensohn. Aber ganz kurz, Junge, was machen die? Was machen die? Das ist jetzt meine Frage an der Stelle, was sie machen. Und Alter, was sie halt auch machen, aber was machen die? Habe ich dir erzählt, was mir im Chrysler Building passiert ist? Nö. Gut, dann ich werde darüber eh irgendwann ein Video machen, dann müsstest du da schauen. Ah, lass dir ein bisschen Zeit noch. Ich würde dir gerne eine 3 oh mein Achtung, hinter dir. Hast du. Sag das nur. Danke. Gerade meinen letzten Punkt möchte ich, dass du den dir zu Herzen nimmst. Wallhack, ganz kurz, was ist das jetzt mit. Wallhack ist X-Ray. Du darfst auch noch Tschüss sagen, wenn du Lust drauf hast. Halt, Hitler. Wieso nimmst du das jetzt auf? Ich mal reißen. Ich hätte gerade beinahe eine Pflanze gekauft. Lolo? Wieso? Oha. Okay. Oha. Das ist ein 2 vs 2 und die gehen halt auf PvP und kommen damit durch, weil es ist halt ein 2 vs 2. Kriegst du den? Natürlich krieg ich ihn. Ich hab eigentlich gefragt, ob du ihn kriegst. Ja, ich hab ihn aber auch gepickt. In Arsch. Socials. Wenn ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, dann lasst es einfach. Ich will ihn aber eigentlich ungern in unseren Schreien sehen. Ja, du musst ja nicht hinschauen, dann siehst du es nicht. Da kommt ein Roter in unsere Schreine. Jetzt muss ich die Augen zumachen, oder wie? Ja, da kommt ein Roter in unsere Schreine. Die Woche ist ein bisschen was passiert. Was denn? Halt ein bisschen was. Kapitel-Experimente, EK, Herr-Hurensohn. Wir hatten die ganze Zeit einen Speck. Wer geht hin und speckt so eine Runde? Da muss ja völlig Banane sein. What the fuck? Tim, willst du noch was sagen? Nein. Jetzt vielleicht? Ja. Jetzt vielleicht? Nein. Jetzt vielleicht? Jetzt vielleicht? Wir machen nämlich heute mal die eine englischen Wörter-Herausforderung. Ganz kurz erklären, wie sie geht? Ja, dann darfst du das erklären. Go. Wir machen heute eine Challenge. Tim, was? Du hast... Ach nee, ich bin nur behindert, das ist mein Problem. Ja, danke, dass du es gemerkt hast. Tim, halt mal dein Maul, danke. Nein. Ich bin... Schön. Dankeschön. Ich bin Dankeschön. Tim 2020. Du bist bitteschön. Ich bin Dankeschön. Was fällt dir ein? Nee, also hatte, keine Ahnung. Was war's dann auch wieder mit der Runde? Nick, bist du... Der Runde Nummer Uno ist ja erfolgreich gescheitert. Diese Frau hinterfragt die Welt mit Fragen, für die meiner Meinung nach einfach ein Nobelpreis ausgestellt werden soll. Was eigentlich, wenn wir Englisch auf Englisch und nicht auf Deutsch sagen? Weil Englisch auf Englisch und Englisch auf Deutsch hört sich ja genau gleich an. Die Freunde-Challenge. Ich hab mal Mauer. Oh mein Gott, ich hab den mit einem halben Herz bekommen. Und dafür hast du die ein. Sehr, sehr gut. Verdient. Wieso hast du mir das Gold gegeben? Was soll das? Oh, leise. Ich darf jetzt legal Pornos schauen. Darf ich schon seit über 2 Jahren. Du bist ja ein alter Sack. Alt, ja, Sack eher nicht so. Mein Vater ist ein alter Sack. Ich halt mal. Ist besser. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Ah ja, genau. Was kannst du eigentlich? Junge, wieso habe ich das jetzt gesagt? Ich hätte deren Bett gehabt. Gott, was machen die Blauen denn? Junge! Noch mehr. Nee, Junge. Oh, ey, mir der trifft. Okay, die haben beide. What the actually hell, du Hurensohn? So, ich habe uns mal immerhin hier eine Mauer hingebaut. It was beautiful. Ganz ehrlich, hast du gerade Bock auf eine Dämonenaustreibung? Ich schon. Absolut. Immer doch. Bin ich dabei. Anmerken, dass ich gerade von Blau und Rot gleichzeitig abgeschossen wurde und deswegen nicht runtergefallen bin. Ein Anti-Spawn-Trap, so. Und jetzt springe ich dafür runter. Aber du kannst mir mal sagen, was Spawn-Trap auf Deutsch heißt. Okay, das ist echt eine gute Frage. Hä? Der Super. IQ minus 500 Move einfach. Ja, nevermind. Junge, nee, dich trifft der nicht und mich jedes Mal, was soll das? Kleins ist jetzt um. Was? Als ob du den in der FL hast. Aua. In Clans. In welchem Clan bist du? Achso, White Life. Oh, wurde mir auch angezeigt. Ich sag nichts mehr. Ja, ich weiß. Wow. Wow. So, ich wow. Drück mal Q. LOL, Alter, was ist das? Ich glaube, das Game ist gar nicht mal so scheiße, wie ich dachte. Ich muss sagen, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das Game geil ist oder ob es behindert ist. Aber, anyways, that's very haram. Nee, hier komme ich, bin eingesperrt. Das ist hier richtig China-Style. Ein anderer Spieler? Das ist ein anderer Spieler. Dicky ist ein anderer Spieler. Es gibt immerhin auch Munition.
Es gibt auch Waffen von den Level von den Waffen, Alter. Ich bin auch komplett cranny. Also ich habe ja auch irgend so ein Heal-Teil. Ach nein, damit kann ich mich selber healen. LOL. Das ist so eine Art Medipack. Was dachtest du, wofür sonst Healpacks gut sind? Wäre jetzt mal so meine Frage an der Stelle. Wo steht ein Sniper? Da vorne irgendwo. So, das ist der Gegner. Nein. Doch, das bist du, LOL, Alter. Er hat zwar nicht gecheckt, wer der Gegner ist. Bei mir steht immer Zeit bis zur Ausdehnung der Signalzone Sieg. Das ist, weil du die deutsche Variante hast. Bei mir kommt immer, ihre Spielzeit beträgt 3 Stunden. Sie werden jetzt abgemeldet. Ja, das ist ein chinesisches Game. Man darf natürlich nicht die Huldigung des Kaisers da vergessen. Nein, HP bin ich voll. Was ist ES? AIDS? Meinst du? Was? Nee. So, Drecksgame. Für den installiert.